Heute haben wir mal wieder schönes Wetter, das heißt, wir können Außenarbeiten machen. Bietet sich also an, den Gastank zu montieren. Den haben wir ja hier. Wie schon in dem Beschaffungsvideo erwähnt, den haben wir von der Firma Biermeier gekauft. Also nicht nur den Gastank, sondern auch das Zubehör rundherum. War das günstigste Angebot, was wir finden konnten. Und wir haben noch einen kleinen Rabatt bekommen. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Den verlinken wir euch auch noch unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, wenn ihr einen Gastank also braucht. Jetzt schauen wir mal unter das Auto. Unser erster Gedanke war, es wird sich jetzt hier anbieten, diese Halterung an den Rahmen zu schrauben. Da gibt es allerdings das Problem, dass es eben verboten ist, in den Rahmen Löcher zu bohren. Da sind zwar eine Menge Löcher drin, aber wenn keine passenden dabei sind, darf man eben nicht sagen, machen wir noch ein neues dazu. Deswegen müssen wir an den Fahrzeugboden und dazu haben wir uns beim örtlichen Schlosser noch solche Halterungen herstellen lassen. Das haben wir vorher schon ausgemessen, wie groß die sein muss und sollte hoffentlich passen. Heißt, die werden als Basis ans Fahrzeug geschraubt und daran dann die eigentliche Gastankhalterung. Um jetzt rauszufinden, wo wir die genau anschrauben müssen, bauen wir das jetzt soweit eigentlich mehr oder weniger zusammen, provisorisch mit Spanngurten, um dann den Gastank anzuhalten mit dem Aufbau, und dann können wir anzeichnen, wo die Halter letztlich hin müssen. Da wir jetzt in die Mittagsruhe reingeraten sind, können wir keine Löcher bohren. Beschäftigen wir uns mit dem letzten Gasrohr von hier, ich weiß nicht, seht ihr das? Da kommen wir oben vom Verteilerblock und müssen jetzt darüber zum Gastank. Das Spielchen kennt ihr ja schon. Zentimeter. Langsam habe ich den Bogen raus. Nö, du bist genau zwischen den Schrauben. Ja, also hinter der Schraube noch. Weit hinter der Schraube. Ja, das ist ja gut. Das macht ja nichts. Dann müssen wir wieder etwas weiter raus, ja. Jetzt ist es ganz drin. Dann wieder verschrauben. Wunderbar.
So, jetzt haben wir die Löcher etwas größer gebohrt als die Schrauben, damit wir hier noch in alle Richtungen ein bisschen Spiel haben, damit wir nachher sehen, dass der Tank hier nirgends anliegt. Nachdem wir jetzt die Halter da unten fixiert haben, kommt der nächste Spaß. Der Tank wird mit solchen Stahlbändern, Edelstahlbändern, an den Halter fixiert. Und jetzt müssen wir deswegen dieses Band durch den Halter, um den Tank, in diese Öffnung. Das ist übrigens ein ganz tolles System. Der ist hier in der Schraube, ist ein Schlitz drin. Dann kommt das Band, die Schraube hier rein. Das Band dann durch diesen Schlitz und wird dann damit gespannt. Das wäre vielleicht auch eine Erleichterung gewesen. Ich glaube, das hätten wir vorher machen müssen. Das kriegen wir nie dadurch. Also, wieder ab die Geschichte. Hey, das macht Spaß. Ich glaube, ich tue mir gleich schon wieder weh. Warum nimmst du sowas auf? Schaut euch den Volltrottel an. Das wollten wir da unten drunter machen. Hi, was für ein Spaß. Nach der Fertigstellung können wir jetzt ganz einfach noch selbst testen, ob es dicht ist. Natürlich muss es offiziell abgenommen werden, aber wie gesagt, man kann einen Selbsttest machen, indem man jetzt also mal das Gas aufdreht. Die Hähne sind auch alle auf. So, und dann dreht man den Hauptarm ab und wartet 2-3 Stunden oder noch länger. Und dann geht man rein. Wie gesagt, 2-3 Stunden später. Und wenn man jetzt hier aufdreht, ich hoffe, dass man es hört, dann zischt es noch, dass noch Gas drin ist. Das heißt, in dem ganzen Rohrsystem ist das Gas drin und dieser Druck hat gehalten. Wenn das nach 2-3 Stunden nicht mehr zischt, dann ist irgendwas undicht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Das ist wieder so eine kleine Sparmaßnahme. Es gibt hier auch so ein Luxusset über den Druckregler drüber. Oder man nimmt
eine Dose für 3,40 Euro. Löcher reingeschnitten, schön mit Dekalin abgedichtet und jetzt ist unser Gasdruckregler hier auch vorm Spritzwasser geschützt. Abschließend vielleicht noch ein paar Bemerkungen, warum überhaupt ein Gastank und keine Gasflaschen. Gibt es halt verschiedene Vor- und Nachteile. Großer Nachteil beim Gastank ist der Preis. Das Ding ist richtig, richtig teuer. Muss man sich halt überlegen. Dahingegen steht natürlich der große Vorteil mit dem Platz. Der hat jetzt zum Beispiel 55 Liter, das entspricht gut 2 11 Kilo Flaschen. Da braucht man einen großen Schrank innen drin irgendwo, also den Platz haben wir schon mal gespart, wenn man also die Möglichkeit hat, den Tank unter das Auto zu machen. Außerdem habe ich sogar mal irgendwo was gelesen, dass man angeblich sogar nur maximal 14 Kilo in Flaschen mitnehmen darf. Also das Problem haben wir hier schon mal überhaupt nicht mehr. Dann ist der nächste Vorteil auch, dass mit dem Gas tanken. Gibt's europaweit gibt es mittlerweile die GPL, LPG Gastankstellen. Der Nachteil bei den Flaschen ist, dass in vielen Ländern ganz verschiedene Systeme herrschen. Die haben ganz verschiedene Gasflaschen, wenn ihr nach Italien geht oder Frankreich. Gut, bei dem Tanken ist es hier auch, gibt's, bei den Tankstellen gibt es auch verschiedene Anschlüsse. Aber die sind ganz einfach mit einem Adapter für ein paar Euro, kann man das also da drauf schrauben und dann ist das erledigt. Ja gut, also wie eingangs schon erwähnt, möchte ich gerne nochmal sagen, wir haben lange recherchiert, haben viel geschaut und haben tatsächlich gesehen, dass es viel Preisunterschiede gibt. Wir haben den Tank von der Firma Biermeier. Seht ihr unten den Link in der Videobeschreibung. Also wenn ihr euch einen Gastank anschafft, klickt einfach mal drauf. War wirklich sehr, sehr günstig. Taubstummen Gesten machen Gas. Manno! So hast du schon mal gesehen. Jetzt weiß ich es nicht mehr, wie das anfing.